Morgen! Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Xenon. Heute geht es mal ausschließlich nur um das Thema Schlaf. Schlafen, das ist bestimmt die langweiligste Sache der Welt. Denkste, fanden wir in der Xenon-Redaktion. Den Schlaf gibt es ja mindestens schon so lange wie unsere Menschheit und es ist auch bis heute wohl das wichtigste Lebenselixier, das wir haben. Wir haben die Frau Dr. Sommer unter den Schlafexperten getroffen, die uns unsere Fragen zum Thema beantwortet. Und wo kann man das besser machen als im Bett? Ein Drittel unseres Lebens schlafen wir. Und heute machen wir das Schlafen öffentlich. Eine Schlafexpertin hilft uns dabei, Sarah. Sie steht mit Rat und Tat zur Seite und gibt Antwort auf die grundlegendsten aller Fragen. Was der perfekte Schlaf ist, jetzt sag mir doch mal. Der perfekte Schlaf ist es dann, wenn du aufwachst und dich ausgeruht und tatkräftig fühlst. I love sleeping. No, I don't love sleeping, but I love the invention of the bed. It's like the best invention ever. Aber nur ein Bett reicht viel noch lange nicht. Nur, denn alles ist leise, eine warme Decke und viel Bewegung durch den Tag und das ist alles. Hast du? Und Camilla-Tee. Und eine Hardcore-Version fürs Einschlafen hat Sarah auch parat. It's also possible to take a cold shower actually. Really? Yeah, because after that your body heats up. And that is actually the same effect as having a hot bath. Und wenn man erst mal eine Weile öffentlich im Bett gelegen hat, kommt auch das ein oder andere schlafintime Bekenntnis über die Lippen. Ich werf mich ziemlich oft rum im Bett, glaube ich. Also ich habe schon, also es kann sein, dass ich irgendwie am anderen Ende des Bettes dann aufwache oder so. Diese Richtung und auch diese Richtung. Und wenn er steht auf, ich bin wie das. Ich glaube, wir gehen jetzt was essen. Okay. Wir essen so. Oh. Ah! Oh. Also ich mache es mir jetzt so richtig gemütlich hier. Aber nicht für jeden ist auch das Bett wirklich der erholsamste Ort. Stellt euch vor, ihr wacht 7-mal nachts auf. Ihr könnt euch überhaupt gar nicht bewegen oder ihr habt schreckliche Halluzinationen, die ihr nicht beeinflussen könnt. Oder ihr steht an der Supermarktkasse und plötzlich hängt euer Kopf nach unten und ihr fallt in einen tiefen Schlaf. In Deutschland gibt es ungefähr 4000 Menschen, die unter diesen Symptomen leiden. Die Krankheit heißt Narkolepsie. Wir haben die Amerikanerin Lena getroffen, die gelernt hat, damit umzugehen. Lena leidet unter der Schlafkrankheit Narkolepsie. Dabei kommunizieren die Nerven nicht mehr richtig. Für Lena heißt das nie durchschlafen, ständige Müdigkeit, Schlaflähmung und Halluzinationen. Ich wurde so geweckt mit so gewalttätigen Bildern, die vor mir waren. Und ich war total, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, ich könnte mich gar nicht bewegen, paralysiert halt. Aber ich war wach. Ich war auf jeden Fall wach. Es war kein Traum. Ich hatte ganz, ganz, ganz viel Angst einzuschlafen. Deswegen schläft Lena nicht mehr. Dadurch treten die Halluzinationen auch tagsüber auf. Die Ärzte und Lenas Eltern vermuten, sie sei schizophren. Die Symptome wurden so stark ausgeprägt, nachts und tagsüber, dass die Psychiater an der Uni haben mich zur Seite geholt und haben mich gesagt, dass ich nach Hause gehen muss. Ich darf nicht mehr an der Uni bleiben. Da die wussten nicht, was mit mir los war. 3 Jahren erkennt ein Arzt die seltene Schlafkrankheit. Für eine mögliche Therapie wird im Schlaflabor der Charité Lenas Schlafverhalten aufgezeichnet. Als Jugendliche schlief sie überall ein, ob im Louvre, im Kino oder neben tanzenden Leuten in der Disco.
Damals wurde die Krankheit mit starken Schlaftabletten und Amphetaminen behandelt. Lena wird abhängig und hat keine Energie mehr für ein normales Leben. Ich war nicht mehr die Frau, die ich war, das Mädchen, was ich war und die ich mir vorgestellt habe. Also ich wurde depressiv, wirklich, weil ich dachte, ich kann meine Träume nicht mehr verwirklichen. Das geht nicht. Also ich habe die Kraft nicht dafür. Ich habe keine Kraft mehr für Träume. Und wenn ich in der Nähe von anderen Leuten bin, kann ich mich irgendwie vorübergehend wirklich gut aufwecken. Ich vermeide ganz, ganz, ganz viele, also übermäßige Kontakte, weil ich muss halt diese Show machen und präsentieren. Die Fotoausstellung Über Grenzen gehen ermöglicht es Lena trotzdem, ihre Krankheit nach außen zu tragen. Über Grenzen gehen für mich war Narkolepsie. Diese Grenze zwischen wach und schlaff. Und das war auch für mich nicht nur diese Schlafgrenzen, sondern eine persönliche Grenze, die ich also in mir getragen habe, seitdem ich hier in Deutschland bin. Auf den ersten Blick sieht alles ganz normal aus. Aber wenn man tiefer reingeht, man kann diese Unheimlichkeiten sehen. Und so ist es wirklich bei Narkolepsie. Man glaubt, dass alles normal ist, aber man guckt die Details an und es ist doch nicht. Also es ist nicht wirklich, wie das scheint. In den Fotos thematisiert Lena ihre Halluzination und ihre größte Angst. Ich fühle mich wirklich, wenn solche Sachen happen, als ob ich sterbe. Ich sterbe im Schlaf. Für mich war diese Ausstellung ein Coming Out. Ja, gesunder Schlaf ist also wirklich nicht so selbstverständlich, wie wir manchmal denken. Wenn also Narkoleptiker ihre Schlafphasen nachts überhaupt gar nicht beeinflussen können, gibt es dann auch Menschen, die ihre Schlafphasen und Träume selbst steuern können? Ihr denkt, das gibt's nicht? Gibt's doch, beim luziden Träumen. Luzides Träumen ist, wenn man im Traum weiß, dass man träumt. Dass in der heutigen Gesellschaft, finde ich, dass oft Schlafen als Unnutz wahrgenommen wird. Da kann man ja kein Geld verdienen, da kann man ja, das ist ja die Faulen, die schlafen ja nur. Also es kann nicht den ganzen Tag sein. So, man muss sich auch mal ausruhen, reflektieren. Paul Tolley ist ein Wissenschaftler und ein Psychologe, der zum luziden Träumen geforscht hat. Und Paul Tolley hat 7 Kriterien festgelegt, um halt den luziden Traum zu unterscheiden vom normalen Traum. Das heißt, Kriterium 1 ist, dass man sich klar ist, dass man träumt. Dann Punkt 2 ist, dass man Entscheidungsfreiheiten hat und den Traum auch verändern kann. Dann Punkt 3 ist, dass man ein klares Bewusstsein hat und keine traumtypischen Verirrungen hat. Punkt 4 ist, dass die ganzen 5 Sinne funktionieren, also dass man alles hören, sehen und so weiter kann. Und Punkt 5 ist, dass man sich auch an sein Wachleben erinnern kann im Traumzustand. Punkt 6 ist, dass man sich nachher an den Traum erinnern kann. Und 7, der absolut ideale Fall ist, dass man auch noch weiß, was denn der Traum heißt. Und mittlerweile mache ich auch Collagen und mache auch Traumdeutung und nutze das auch für mein Leben. Luzide Träume können einem bei der Konfliktbewältigung helfen, indem sie einem eine andere Perspektive auf das Geschehen geben. Was ich besonders interessant finde bei Paul Tolley ist, dass er sich mit vielen Sportarten beschäftigt hat. Er hat zum Beispiel Snowboard, Skateboard und Kunstrad gemacht. Und er hat diese Sportarten im Traum gelernt, sie da auch trainiert und perfektioniert, sodass er dann im Wachzustand diese Dinge viel besser machen konnte. Und denn der Traum ist echt super geeignet, um komplexe Bewegungsabläufe zu trainieren, ohne irgendwelche Verletzungsgefahren zu haben. Für mich ist Schlaf nicht mehr die langweiligste Sache der Welt.
Wer mehr über das Thema erfahren will, der besucht uns auf unserem Blog oder geht auf www.xenonline.de. Und wir, ihr verschlaft unsere nächste Xenon-Sendung.